Hallo liebe Kampfsportfreunde, neben mir steht einer der erfolgreichsten MMA-Kämpfer hier aus Österreich, Philipp Schranz. Philipp, du laborierst ja momentan an einer Schulterverletzung, aber recht ausruhen scheinst du dich nicht zu wollen. Heute als Referee bei der Cage Fight Series. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, das ist mehr Zufall gewesen. Also ich bin eigentlich nur als Coach da für unsere Kämpferin, die gleich in den Ring steigen wird oder Käfig. Aber die Veranstalter kennen mich gut, ich bin gut mit ihnen zu sprechen und sie haben mich gefragt, ob ich Referee machen kann, weil ich mich da halt als ein bisschen auskenne und ob ich da einspringen als Referee. Habe ich gesagt, ja klar, für zwei Kämpfe heute bin ich halt der Referee. Ja. Wie ist denn so momentan seine Bilanz? Schlägst du dich gut? Als Referee? Ja. Also ich habe jetzt heute einen Kampf geschiedsrichtet oder wie man sagt, aber ja, ich denke es war okay. Ja. Viele Kämpfer sagen ja, das ist zwei Paar Schuhe, nur weil man kämpft, kann man nicht direkt gut Referee sein. Du sagst, beides machst du, ist das eine gute Erfahrung für dich jetzt auch? Ja, also ich muss schon sagen, ich war schon nervös vorher, ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt reingeht und sagt, okay, heute bin ich Referee, ich bin nicht der Kämpfer, ich brauche nicht nervös sein. Also ich war schon nervös am Anfang, aber ich habe das schon letzte Woche oder vor zwei Jahren bei den New Talents gemacht und okay, ich habe jetzt ein bisschen an, wie sagt man, Lampenfieber abgebaut. Ja, Lampenfieber abgebaut und ich bin jetzt guter Dinge für den nächsten Kampf auch, ja. Sprechen wir mal über das, was du in erster Linie bist, Kämpfer. Ich habe es gerade schon angesprochen, eine Schulterverletzung. Du konntest deinen Titel jetzt bei der Cage Fight live nicht verteidigen. Beschreib uns doch mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich habe im August, denke ich, im Sommer, habe ich einen Kampf gehabt in Wien, zu Hause. Und bin dann blöd auf die Schulter geworfen worden und habe mir die Schulter ausgerenkt und habe mir in der Schulter ein paar Bänder eingerissen und meine Kapsel ist kaputt und ja, ist halt blöd gelaufen, weil ich hätte in diesem Jahr noch 3-4 Kämpfe machen wollen und so habe ich jetzt dieses Jahr keinen mehr, kann ich mehr machen und schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe jetzt Physiotherapie gestartet und ich schaue, dass ich nächstes Jahr im Jänner wieder meinen Kampf habe. Bist du in der Zeit wieder im Training? Kannst du deine Schulter jetzt wieder so belasten, dass es langsam aufwärts geht? Also Kondition habe ich immer weiterhin trainiert, laufen gehen und so. Und Krafttraining habe ich halt die linke Seite auslassen müssen. Aber ich fange jetzt, also ich habe angefangen mit der Physiotherapie und fühle mich da wirklich recht gut. Und ich denke, im Jänner bin ich soweit wieder 100%ig fit zu sein. Fernando Paulon ist für dich eingesprungen, wollte sich den Titel holen. Der jetzt gewonnen hat, der hat jetzt Anrecht auf Titel. Fernando Paulon ist gestern gegen Kenneth Reed K.O. gegangen. Wird es dein nächster Gegner dann auch werden? Ja, also Kenneth Reed ist mein nächster Gegner. Der hätte auch schon mein Gegner sein sollen, bevor der Paulon eingesprungen ist, eben wegen der Verletzung von mir. Und ich freue mich auf den Kampf mit Kenneth, weil wenn ich gegen einen Fernando kämpfen hätte müssen, das wäre Brasilien Schwarzgurt gegen Striker. Also Grappler oder Jiu-Jitsu gegen Striker. So ist jetzt Striker gegen Striker und ich glaube, es ist auch fürs Publikum ein spannenderer Kampf und ein besserer Kampf und sie können sich freuen auf eine richtig harte Schlacht, glaube ich, wird das. Also ich freue mich drauf. Also mir ist lieber, dass es der Kenneth Rosford Nies ist, als der Fernando, eben aus dem Grund, weil ich auf Schlagabtausch stehe und das ist mehr mein Stil und das Publikum wird es auch mehr lieben. In deinen Kämpfen zeigst du stets, was in dir steckt, aber viele Leute konnten auch im Internet verfolgen bei Fighters Live. Für einige, die es nicht wissen, du hast dort im Camp bei Wanderlei Silva, hast dort mehr oder weniger Ausscheidungskampf. Genau, da wollte man nämlich drauf zu sprechen kommen. Wanderlei hat gestern gegen Kang Lee gewonnen. Wie war es für dich, dein, sag ich mal jetzt, Mentor wieder im Oktagon zu sehen? Also ich habe es live angesehen und ich war fix und fertig. Ich war, ja, wenn ich dran denke, bin ich schon wieder nervös. Also für mich war das
ja, ich bin aufgesprungen, wieder niedergesessen, wieder aufgesprungen, wieder niedergesessen und es war wirklich, na, also ernst, es war schwer, hart für mich zum Anschauen. Mein Idol, mein Freund ist er geworden, mein Mentor, weiß nicht Mentor, aber der Grund, warum ich angefangen habe für MMA zu sehen gegen einen Kang Lee, was gefährlicher Kampf war. Ja, der hat gute Kicks, gute Hände, die Spinning Back Fist hat ihm schon getroffen. Also für mich war das echt up and down in dem Kampf war das. Aber es ist gut ausgegangen und ich bin sehr froh. Und Wanderlei, ich freue mich super für dich. Ja, viele, die mit Wanderlei Silber trainieren, berichten ja, dass sie ihn sofort ins Herz schließen. Habt ihr denn auch noch regelmäßig Kontakt, dass ihr miteinander sprecht und euch gegenseitig auf dem Laufenden haltet? Also Gegenseite kann ich jetzt nicht sagen, dass er mich anruft, so ist es nicht, aber ich rufe ihn ab und zu an und er weiß jedes Mal gleich, wer ich bin am Telefon und er sagt immer, er ist für jeden einzelnen Fan super dankbar und es ist einfach einer der, es ist ein, jeder sagt, der ihn kennenlernt, jeder sagt, er ist einer der besten Menschen, die du je kennengelernt hast und man muss es wirklich einmal sehen selber, man muss ihn wirklich einmal selber kennenlernen über längere Zeit und dann, man weiß, dieser Mann zieht für einen in Krieg, das ist es. Ich freue mich immer noch super, dass er gewonnen hat. Ja. Du konntest ja auch mit Fighters Live zeigen, auch auf amerikanischem Boden, was dich als Kämpfer ausmacht. Entwickelst dich stets weiter. Wie siehst du denn deine Chancen, jetzt auch vielleicht mal über See einen Kampf zu bekommen und da auch weiterhin zu zeigen, dass du mit zur Elite hier in Europa zum Sport gehörst? Ja, das wollte ich eigentlich schon letztes Jahr zeigen und vor 2 Jahren, aber die letzten 2 Jahre waren bei mir einfach vom Pech verfolgt. Ich war öfter verletzt und aber ich muss in die Zukunft schauen und also für mich selber, meine Zukunft sieht so aus, dass ich dieses Jahr wieder anfange, dass ich Ende des Jahres wieder anfange zum Trainieren Vollgas, dass ich dann Anfang nächstes Jahr wieder meinen ersten Kampf habe, im März den Titelkampf gegen einen Kenneth und dann habe ich vor, wieder zum Wanderlei zu fliegen und dass ich da übersee ein paar Kämpfe bekomme und mal schauen, wie weit ich es dort bringe. Philipp, zuerst einmal vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir das Beste und dass alles das, was du hier vornimmst, in Erfüllung geht. Hast du zum Schluss noch was am Herzen, was du loswerden möchtest, vielleicht den Zuschauer zu Hause wissen lassen möchtest? Also, zuerst einmal möchte ich mich bedanken bei allen meine Fans und Freunde, die mich unterstützt haben, wieder mal nach meiner langen Verletzungspause, die trotzdem zu mir halten, die sagen, ich soll nicht aufhören, weitermachen. Meine Sponsoren natürlich, Großgym. Ich habe jetzt keinen Schummelzettel da und keinen Leiber. Aber jeder, der dich unterstützt, euch angesprochen. Also jeder, die mich unterstützen und die zu mir halten und Fans, auch Nicht-Fans, alle, die den Sport unterstützen, ein großes Danke an euch. Danke Philipp und vielleicht sehen wir uns ja in Deutschland. Sehr gerne, danke GMP. Danke. Vielen Dank für deine Zeit.